Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Zombie. Ja, wir sind aktuell dabei, ja, uns Essen und Nahrung zu beschaffen und Waffen zu beschaffen, und dafür sollen wir in den Buckingham Palace. Bin mal zwar gespannt, warum ich dahin muss, aber gut. Könnte irgendwo in eine Kaserne oder so gehen, aber gut, er hat gesagt, wir müssen dahin und dann gehen wir auch dahin. Wir müssen uns aber vorher einen Passagierschein. Passagier. Ich hab's nicht. Passiermarke. Sorry. Passiermarke. Ja. Oh, hier haben wir Bretter. Die Bretter habe ich jetzt mitgenommen, aber da würde ich ganz kurz nochmal zurück in unser Lager gehen. Meinen Rucksack schnell etwas aufräumen. So, dann Hier hat lagern wir alles noch. angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schütz das Schenkhaus. Dein Überleben hängt davon ab. So, ich denke mal 20 Munition plus 8 in der Pistole sollten hoffentlich reichen. So, Junge, mach die Tore auf. Hier wird einer angezeigt. Was mache ich überhaupt die Koffer auf? Da ist so eh nichts drin. Ist alles in meinen Reinfall. Okay, wir sollten uns erstmal hier. Nö, hier ist keiner. Hier wird auch ein roter Punkt auf der Karte angezeigt. Na gut. Ich glaube, der rote Punkt ist die Ratte gewesen, kann das sein? Oh, hier ist ziemlich dunkel. Keycard? Oh. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. So eine Stimmung ja überhaupt nicht. Kann es irgendwie nicht mal eine helle Zombie-Apokalypse geben? So mit Sonnenschein-Level und so? State of Decay ist zum Beispiel eine Zombie-Apokalypse, die ich recht gerne spiele. Die ist ja ein bisschen heller. Und sowas finde ich eigentlich schöner. Weil, wie gesagt, man merkt der Grafik anscheinend schon ein bisschen das Alter an. Also Prachttexturen sind das alles hier nicht. Die ersten Tests von GameStar und PC Games sind raus. Und ich würde sagen, die waren ziemlich vernichtend, würde ich mal so ausdrücken. Das heißt, die haben das Spiel ziemlich fertig gemacht in den Kritiken. Wobei ich die Kritikpunkte eigentlich verstehen kann. Die haben die Grafik angemangert und die schlechte PC-Optimierung. Allerdings, wie gesagt, so von der Störung her
kann ich jetzt eigentlich noch nichts Negatives sagen. Vom Gameplay, das Gameplay haben sie etwas ankritisiert. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung, ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwenden, dass sie jede Menge Waffen und Munition bunkert. Oh. Hey. Seid ihr tot? Molotow-Cocktail, also was nehmen wir da auf jeden Fall mit? Die haben etwas kritisiert, dass die Störung doch so schlecht wäre. Kann ich allerdings bisher weder negativ noch positiv sagen. Dietrich erforderlich, ganz toll. Verschlossene Tür. Ganz toll. Soll ich da durchkriegen, oder wie? Ist da wer? Oh, da wird irgendwas angezeigt. Bist du tot? Ja, bist tot. Wenigstens hat man so ein bisschen Sonneneinstrahlung. Aber ich sag so, da haben sie schon recht. Also, die Grafik, man merkt halt schon, da hätten sie doch was drauf rausholen können. Zumindest zum vollen Preis. Oh. Alles zu, ey. Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich sind da hinten die fetten Verstecke. Komm, das ist das dieser Ding, ne? Kommen wir auch hier unten raus? Oh, hier geht's auch raus. Gucken wir mal hier oben. Oh, hier sind Zombies. Oh. Boah, nee, nur Vögel, ey. Soll die Frage, wenn man unten rausgeht, landet man da woanders? Oh, sind das Vögel, was da die ganzen roten Punkte auf der Karte? Nee. Nur einer, oder? Oh. Sie teilweise aus dem Nichts kommen hier. Da war doch niemals eine Leiche vorher drin. Oh, ich will den Panzer. Warum sind in der Zombie-Apokalypse sind immer die Panzer defekt, ey. Oh. Oh, da hinten ist was, was ich nicht haben möchte. Eine Schrotflinte. Gold und Juwelen sind nun einen Scheiß wert. Kugeln sind jetzt Edelmetalle. Oh, ich will die Tür gar nicht aufmachen. Boah. Hab mich jetzt überrascht, ich wollte die Barrikade auch nicht entfernen. Schön anstellen, Leute. Schön anstellen. Da ist noch einer. So.
armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Oh. Er hat einen Helm auf. Ach, der muss mit dem ersten Helm runterschlagen. Oh. Die machen ganz schön Schaden an einen, ey. Ja, und stirbt doch endlich mal. Boah, Junge. Abgeschlossen, was? Mach nichts. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Oh, jetzt müssen wir was essen. Oh, das hat ja voll viel geheilt, ey. Wie muss man da futtern, ey? Sieh mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Na, kommt hier was? Oh, ein Quartier zum Speichern. Das ist ja nett. Oh, ich hätte vielleicht vorher die Tür zumachen sollen. Plündern! Wow! Pistolenmunition, Dietriche. Geschützmunition habe ich hier sogar. Granaten. Geh nicht mit denen rum. Zieh den Stift und wirf das Scheißding weg. Hab ich hier eine Kiste, um mein Zeug zu lagern? Nee, ne? Hm, schade. Augen auf, Soldat! Infizierte kommen! So, war's das? Also, So, und da bin ich wieder. Ja, ich habe gemerkt, dass dieses explodierende Fass den Kleinen zum Absturz gebracht haben. Das heißt, wir machen das Feuergefecht gleich nochmal, was so richtig Spaß gemacht hat. Also man darf dieses Fass wahrscheinlich nicht zur Explosion bringen. Dann stürzt der Client einfach ab. Augen auf, Soldat! Infizierte kommen!
Oh komm, stirb, ich muss an das MG ran. Also dieses Fass sollte ich nicht zur Explosion bringen. Ich denke mal, dann stürzt der Client einfach immer wieder ab. Das hat mir... Oh nein, ich habe wieder ein Fass zur Explosion gebracht. Ich habe keine Ahnung, ob es an dem Fass lag. Zumindest, wie gesagt, hat der Client sich beendet und ich war auf dem Desktop. Man kann auch leider nicht in die Zielansicht oder so gehen, also rechte Maustaste bewegt gar nicht. Oh 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 oh, na lad nach, lad nach! Puh! Und? Kommt noch was? Na? Okay. Das scheint es gewesen zu sein. Müssen wir zurück? Ah ne, aber jetzt ein Dietrich, wir können die Tür aufmachen. So, wie funktioniert das? Das ist unser Eingang. Vorsicht, die Funksignale reichen nicht bis da unten. Du bist allein. Wollen wir uns hier nochmal ganz kurz umgucken? Und dann geht's ab in die kuschelige Kanalisation. Yeah. Bei einer Zombie-Apokalypse in die Kanalisation gehen. Mein schönster Traum wird wahr. Ist das eine der Verteilerkisten? Oh ne. Oh. Dude. Oh. Pistolenmunition? Ich glaube, wir sollten irgendwann mal die Pistole gebrauchen. Aber ich habe irgendwie halt immer so die Befürchtung. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nicht so viel Munition geben wird, deswegen will ich die eigentlich ungern einsetzen. Da war doch gerade eben ein roter Punkt hier in der Nähe. Oh, da vorne ist noch einer. Oh ne, oder? Wow, der ist tot.
Vorne geht's auf jeden Fall hoch. Ja, hallo? Hallo? Möchte die Leiter benutzen? Ah. Da war kurz das Leiter benutzen Menü. Ich würde sagen, das ist ein bisschen verbuggt. Hallo? Hallo Sie? Ist sie tot? Ich bin mal gespannt, wann wir auf die ersten Lebenden treffen. Weil bisher haben wir ja nur immer diese Stimme gehört. Deshalb würde es mich mal echt interessieren, ob hier irgendwo Überlebende sind. Sprudelwasser. Inventar ist voll. Wir könnten das Wasser trinken. Und die Schokolade gleich essen. So. Gut. Ich würde sagen, ich mache aber hier eine kurze Pause. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich freue mich tierisch über Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blugraum.